Servus und herzlich willkommen zum nächsten Vlog von mir, zum nächsten Farmvlog. Ja, es ist ein bisschen her, der letzte kam am Freitag letzte Woche und ja, wir haben jetzt Samstag, wie ihr wisst. Also, ich habe jetzt aktuell hier Freitag. Ich habe keinen Vlog gemacht, es war letzte Woche ziemlich viel vorzubereiten. Ich war ja auf der Agritechnica am Dienstag und Mittwoch. Da hatte ich keine Zeit, viel zu filmen, da musste viel vorbereitet werden, die Ställe alle nochmal ausmisten, Heu und Stroh auffüllen und. Ihr kennt's ja, wer Viecher daheim hat und der möchte mal weg, der muss vorbereiten. Also ich habe viel Hilfe gehabt von der Familie, auch gut. Aber wie gesagt, man muss natürlich viel vorbereiten. War wenig Zeit. Ja, in der Woche ist einiges passiert und ich habe unter anderem in dieser Woche auch was geholt. Ja, wir haben letzte Woche Montag noch was geholt gehabt, bevor wir fortgefahren sind. Da waren wir bei dem, wo auch der K18 steht. Da habe ich auch nochmal angesprochen. Mal gucken, was rauskommt. Der ein oder andere aus der WhatsApp-Gruppe weiß es. Und nein, an dieser Stelle, ich lasse im Moment keinen in die WhatsApp-Gruppe rein. Ich lasse es erst einmal so laufen. Im Moment passt es. Kommt mal wieder. Keine Angst. Kommt irgendwann wieder. Macht keinen Stress. Da habe ich auf jeden Fall nochmal angesprochen und schauen wir mal, was rauskommt. Wir haben bei dem auf jeden Fall was geholt. Und das Ding steht hier. Falls mir überhaupt was erkennt hier hin, ist ja wieder mal dunkel, wie immer, ihr kennt es ja in meinem Stottel, das ist ja nichts Neues. Wo habe ich sie denn? Da. Eine Schmotzer Kartoffelschleuder mit 3-Punkt-Aufnahme, wie man sieht, da und drüben. Und Gelenkwelle, hier der Stummel und da ist der Rest davon. Die haben wir geholt, das Schar ist soweit noch in Ordnung, hat noch eine schöne Spitze dran, noch nicht weiter eingelaufen. Ja. Die dient mir mal als Ersatz für meine alte Schmotzerschleuder, die mit den Eisenrädern. Die mit den Eisenrädern hat funktioniert. Upsala, drehen wir euch mal. Das habt ihr ja gesehen im Video. Es hat funktioniert, will ich jetzt nicht bestreiten, aber ich habe gesagt, das ist noch ein bisschen komfortabler, ich muss nicht rangieren. Ich habe eine Hydraulik am Schlepper dran, kann sie dann quasi von der Höhe deutlich leichter regulieren, muss dazu nicht absteigen zum Regulieren und zum Einlassen. Ist für mich einfacher, sag ich mal. Deswegen habe ich gesagt, ja, mein anderer hat funktioniert, die hat auch die Eisenringe wiederum, aber die kommt weg. Habe jetzt vor, die wird verkauft. Und ja, das ist jetzt dann die neue Schleuder. Ob sie läuft, ich habe es noch nicht probiert, aber ich gehe mal davon aus. Also gedreht hat sie und die Gelenkwelle dreht sich mit. Von daher müsste das passen. Ja, ansonsten ist die Woche dann noch einmal Grasmähen angesagt gewesen. Das habe ich am Montag mitgemacht, habe den Ladewagen nochmal gefüllt. Und es sieht jetzt so aus, es steht zwar noch Gras auf die Wiesen da, bloß der Wetterbericht, der sagt mir, dass aufs Wochenende Regen kommt und dann voraussichtlich auch Montag, Dienstag, Mittwoch vielleicht Regen. Ja, im Süden Bayerns hat es ja durchaus schon den ersten Schnee gegeben, die Temperaturen fallen ja auch immer weiter. Und mir ist ehrlich gesagt mittlerweile das Risiko ein bisschen zu groß, ich will meine Maschinen auch immer noch aufräumen. Ja, deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mähe dann jetzt kein Gras mehr. Ich habe den Zaun jetzt versetzt von den Pferden. Und dann wird es so laufen, dass ich jetzt Mist streue. Man sieht ja, hier fehlt was. Den habe ich vorhin rausgeholt. Die ganzen Maschinen hier sind rausgefahren. Mist streue, muss jetzt noch einen kleinen Punkt unten an einer Streuwalze schweißen. Habe ich gesehen, habe ich mit der Flex ein wenig weit reingesäbelt. Nicht, dass sich das dann verbiegt und dann abreißt. Ist aber nichts Dramatisches. Das ist ein kleiner Schweißpunkt, den ich da setzen muss im Endeffekt. Ja, und dann wird jetzt Mist gestreut. Ich lasse die Wiesen erst einmal so stehen, streue da den Mist drauf und fahre anschließend mal mit dem Mulcher über das drüber, wo es noch nötig ist. Und dann, ja, ist Grünlandtechnik und Aggebereitung dieses Jahr finito. Dann geht es erst im Frühjahr wieder weiter, wenn dann die Felder noch einmal geaggert werden müssen und gesät werden. Und bis dahin ist dann erst einmal Ruhe. Ja. Ich habe mich jetzt da dazu entschlossen, weil mir ist das Risiko, wie gesagt, zu groß. Man weiß ja nicht, kommt dann doch vielleicht der erste Schnee oder dann kriege ich nichts mehr gemäht und dann kriege ich vor allem keinen Mist mehr gestreut. Ich will meinen Mist jetzt im Herbst noch streuen, damit er über den ganzen Winter dann wirken kann und nicht erst im Frühjahr dann, weil dann habe ich ihn höchstwahrscheinlich im Heu mit drin. Da wird es so schnell nicht verrotten. Deswegen habe ich gesagt, naja, nee, tust es gleich weg, dann hast du Ruhe. Ja, deswegen ist das jetzt alles draußen und das machen wir jetzt dann. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob ich eventuell von einem
Warte, schwere, warte, schwere, warte. Ob ich von den Bekannten eventuell ein wenig Mist krieg? Weil mein Misthaufen ist zwar, ja, ansehnlich, der reicht mir aber auf keinen Fall für die zwei Wiesen. Beziehungsweise drei Wiesen. Der Willi ist da, jetzt hat's geknallt. Ups. Weil ich habe ja die Wiese hier draußen gleich, die Wiese unten da und die am Bahndamm. Und wäre schon besser, wenn ich sie alle zusammen düngen könnte. Und dann, da wo jetzt noch Gras steht, das wird dann noch neigemulcht und gut ist die Sache. Wo ich dann Mist gestreut habe und dann Mulch, ist es schön verteilt und der Rest, wo schon gemäht war, da mulche ich natürlich jetzt nicht nochmal drüber, da soll er dann einfach so liegen bleiben. Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Entweder ich brauche jetzt noch meinen eigenen Haufen oder ich hole mir von einem Bekannten dann was, der hat. Wie gesagt, wir haben da im Ort noch so einen Pferdebauern, die haben auch ziemlich viel Mist. Und meine, wie gesagt, der reicht von der Menge einfach nicht. Also wenn ich das ausrechne, laut Düngeverordnung, dann, ja, da bleibt nach oben hin noch viel Spielraum, ne? Müssen wir eher mal gucken ab nächsten Jahr, weil die eine Fläche, die ist ja unterhalb dem Weiher. Ich sage einmal die Wiese am Weiher. Da wird es dann Gewässerrandstreifen geben, zwecks Düngeverordnung. Schauen wir mal, wir haben jedenfalls einen Anschrieb gekriegt, das haben wir vorgestern gezeigt und ja, müssen wir mal gucken. Wird sich zeigen, was rauskommt. Ich würde sagen, wir tun jetzt was, weil sonst passiert heute wieder nichts. Und ich wünsche euch jetzt dann viel Spaß. Bevor ich loslege, habt ihr jetzt hier ein paar Bilder von der Agritechnica. Ich habe ein paar Bilder gemacht und ich habe ein paar Kleinigkeiten gefilmt. Nicht die Welt, gebe ich ja zu, aber ich wollte viel sehen. Das, ja, wollte ich auch noch erwähnt haben. Also ich war, wie gesagt, auf der Agritechnica die 2 Tage und ein bisschen was für euch habe ich gefilmt. Der ein oder andere würde wahrscheinlich selber gewesen sein. Es war mal interessant, war mal was Schönes zu sehen, aber ja, der überwiegende Teil der Maschinen zu groß für einen Hof, überhaupt nicht geeignet, sage ich einmal. Man hat es mal gesehen, man hat es sich mal angeschaut, ist in Ordnung, aber damit ist auch wieder gut. Und ich wünsche euch jetzt bei den Bildern Spaß und dann sehen wir uns später wieder beim Mischstreuen. Gar nicht klein. Schaut so aus, ja. Das wusste ich nicht, die bauen mittlerweile Pressen. So kurz kommen meine nicht. Und so kurz kommen meine auch nicht. Ja.
Oh, eine kleine Ladung. Ja, du brauchst dann Zugang. Das ist raffiniert gemacht. Klaune Motor. Bequem. So Leute, ich bin mittlerweile beim Miststreuen. Drei Futtern habe ich schon ausgefahren. Ich habe es vor dem Bekannten. Ja, ich bin auf der Wiese am Bahndamm unten. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin schon weiter, aber ja, über die Bundesstraßen über macht man doch immer schön sauber und schaut, dass alles sauber ist. Muss ja nicht sein. Auf jeden Fall, da hängt der Miststreuer und da ist die Wiese. Die wird dann am Schluss noch gemulcht. Dann ist das alles gleich schön verteilt und dann passt es. Ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Solange das Licht noch geht, filme ich noch was.
Wiese hier bin ich fertig. Ja, ich habe so Gummihandschuhe an, dann kann ich sie nämlich rauskratzen. Ich habe leider den Besen vergessen. Aber sauber soll er ja sein, wenn man über die Straße fährt. Ich meine, so macht man es normalerweise dann eben nicht. Einfach streuen und dann aus. Und ja, am besten nicht dumm auf dem Radweg und auf der Straße verteilt bis zum Misthaufen hin, dass sie dich verfolgen können. Nee, klar, macht man nicht. Das ist eine Sauerei, das gehört sich nicht. Das ist logisch. Und das mache ich auch nicht. Ja, Radfahren auf dem Radweg ist ja schön und gut, aber nicht mehr vielleicht auch nicht ganz verkehrt. Dass mir den ganz klar Spaß hat. Leichtsinnig manche Leute, wirklich leichtsinnig. Ja, ich fahre jetzt wieder rüber und dann geht es auf die andere Wiese oben. Also fertig gestreut kriege ich sie heute mit Sicherheit nicht mehr. Das ist nicht drin, ist leider so. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich komplett die Wiese streuen kann. Schöner wäre es natürlich schon. Ich weiß, einige haben auch geschrieben, Mensch, dann fahr doch mal Gülle, dann tu doch Gülle ausbringen oder. Ja, ich weiß, dass es da einige Leute gibt, die das gerne machen. Ich kann keine Gülle ausbringen, ich habe keine passende Technik dazu. Gülle habe ich auch nicht, klar. Gibt es bestimmt irgendwo einen Betrieb, der Gülle für mich übrig hätte. Aber dann müsste ich, wie gesagt, das Fessel auch noch leihen oder ich brauche einen Lohnunternehmer, der das macht. Und nee, sagen wir es mal ganz ehrlich. Das machen wir nicht. Ja, du willst da rausfahren, das ist alles schön und gut. Ich will hier aber abbiegen. Ja, ich fahre meinen Bogen. Das geht leider hier unten auf der Wiese nicht anders. Das ist leider sehr eng alles. Und jetzt hinten immer ziemlich eng. Ja, oder kommt, kann man wieder Gas geben. Ja, also wie gesagt, habe ich keine passende Technik dafür und ja, ich habe Mist, ich krieg Mist. Das ist das Schöne, ich habe jetzt da eine schöne Ladung, die ich mir holen kann. Überhaupt kein Thema. Und was will ich denn mehr? Ich meine, für das, dass die Wiesen, die letzten, keine Ahnung, ja, ich schätze mal 10, 15 Jahre keinen Mist, keinen Dünger mehr gesehen haben, ist das auf alle Fälle schon mal mehr wie gar nichts. Und das wird funktionieren. Ja, ihr habt ja gesehen im Video, ich habe hinten jetzt mein Fallgitter drin. Das ist ja der Aufbau vom Ladewagen. Ich habe das Ding jetzt einfach mal reingehängt. Ohne irgendwas zusätzlich. Bislang funktioniert es, toi toi toi. Es hat schon ein paar Mal an dem Ding geklopft, klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass da dann doch noch was durchkommt, ist immer noch hoch, aber besser als ganz ohne Schutz auf jeden Fall. Und bevor ich das Ding da der wunderbarsten Umbau und irgendwas draufpacke oder Nagel oder mache, ach, funktioniert. Ja, wir fahren jetzt dahin, dann laden wir noch einmal ein, zwei Ladungen auf. Dann werde ich bei der zweiten Ladung oder dritten Ladung, muss ich mal sehen, wie spät es dann ist. Bei meinen Abendessen gibt es dann auch gleich dann. Da steht ein Pferd. Werde ich dann oh, Plätze drauf, die Kennzeichen, Buchhütung und alles. Ja, da werde ich dann, also ich denke mal spätestens bei der dritten Ladung werde ich aufhören, dann fahre ich den Radlader heim, fahre mit dem Vorregler runter, nehme die letzte Fuhre mit heim und dann ist Feierabend. Die Maschinen müssen aber wieder aufgeräumt werden, beziehungsweise zumindest das Wichtigste, dass ich den Rest morgen mache. Aber ich sage mal so, das Hauptding sollte nicht unbedingt draußen stehen, wenn da wirklich Regen gemeldet ist. Das muss ja nicht sein. Man muss nicht drauf anlegen. Und wie gesagt, ein bisschen ist es mehr wie nichts. Aus, zack, zack.
So Leute, wir sind fertig mit Streuen. Ich habe jetzt lediglich die Wiese am Bahndamm und meine Wiese hier unten gemacht. Also die vom Hof entfernte, also quasi die halt da oben wohnen wir ja und hier unten ist die Wiese. Also ihr wisst schon, was ich meine. Also die halt am Waldrand oder am Weihe oder wie das nennen wollt. Da ist ja der Waldrand, falls mir überhaupt auf der Kamera noch was erkennt. Ich befürchte nämlich wieder nicht. Es wird sau dunkel. Und ja, meine Streuwalzen haben perfekt durchgehalten. Überhaupt kein Problem. Hat super funktioniert. Dafür hat mir der Streuer trotzdem geärgert. Hier in dem Deckel drin. Zwei Schrauben auf, kann man den Deckel runternehmen, sitzt eine Feder. Und die Feder, die macht das, der Kratzboden, dieser Hebel, der immer hin und her geht und der quasi betätigt, dass der wieder zurückgezogen wird. Ja, der war kaputt. Die Feder ist gebrochen. Und dann war der halbe Wagen quasi noch voll und ich konnte nicht abladen. Tja, heimfahren, umbauen. Radlader habe ich mittlerweile wieder geholt, der war ja auch mit da unten. Dieser Fußmarsch von einem Kilometer, das kann man mal machen. War für die Hunde jetzt ein schöner Spaziergang. Die haben sich auch gütlich getan. Ja, wie gesagt, also der Miststreuer hat super mitgemacht. Hat klasse funktioniert. Auch mein Prallgitter hier vorne dran hat bislang sehr gut funktioniert. Es hat ein paar Mal gescheppert gehabt. Das waren wahrscheinlich Steinchen oder irgendwas. Keine Ahnung. Es klebt jetzt aber auch nicht groß der Dreck dran. Ich muss dazu sagen, es war relativ leichter Mist. Es war Pferdemist. Mit relativ hohem Strohanteil, muss ich auch sagen. Noch nicht abgelagert. Schade, abgelagert wäre noch besser. Da hätte ich meinen Haufen nehmen müssen, aber ja. Ich habe jetzt gedacht, ich hebe mir meinen Haufen auf fürs Frühjahr. Wenn ich im Frühjahr dann quasi meinen Acker ackern will, also die Zwischenfrucht, dann donne ich auf die Zwischenfrucht oben drauf noch einmal einen Mist und acker den mit Nei und dann die Gerste rein. Und dann schauen wir mal, was das wird. Ja, zum Streuergebnis, das waren jetzt hier so die Reste, wo man sieht, wenn man überhaupt was erkennt, naja, da liegt ja gar kein Mist, oh, ich glaube, ich war hier gar nicht, nee, da, ich habe nicht mal alle reingemacht, hauptsächlich unten an der Hecke entlang, wo es halt eh schlecht wächst, schöne kleine Klumpen, also keine großen Flatschen, auch hier relativ fein verteilt, da gibt es eigentlich nichts. Gut, ist auch mal ein wenig was Dickeres. Das war halt, wo es dann wirklich schon so ein wenig angefangen hat, sich zu zersetzen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, vom Ergebnis her doch relativ fein und schön verteilt. Also da gibt es nichts. Und so ist es jetzt vor allem da unten an der Hecke halt entlang, wo es eh immer schlecht wächst. Ich meine, ist klar, die Bäume, die nehmen einen Haufen Nährstoffe weg. Das will ich nicht leugnen. Und ja, wenn eine Wiese 10 Jahre lang nicht gedüngt wird, weder mit Kunstdung noch mit Mist oder Gülle, irgendwann wächst auf der besten Wiese nichts mehr und auch Blümchen, die wachsen wollen, brauchen ein bisschen Nährstoffe, sonst wird es nichts mehr, weil da unten an der Hecke entlang, es war wirklich nur noch ganz feines Gras, was gewachsen ist und überhaupt kein Blümchen mehr und nichts. Und die restliche Wiese hier oben, da war ja noch Klee und Löwenzahn und Butterblümler und was der Teufel, was alles drin und Hahnenfuß oder was das ist, wie man die heißt. Ein ganzer Haufen verschiedener. Jetzt hat er unten gefehlt. Ich erhoffe mir jetzt, dass mit der Mistladung da unten, wie gesagt, das waren jetzt hier auf die Fläche 3 Fuder, dass das da unten dann auf jeden Fall was hilft. Ich meine, auf die Fläche hier rein rechnerisch könnte ich mit dem Streuer, weil ich habe immer knapp 2 Tonnen geladen, wenn er voll ist. Mehr kriege ich gar nicht drauf. Kannst nicht machen, weil da fällt da alles runter und dann zusätzlichen Aufbau drauf machen, damit ich mehr fahren kann, ist auch kein so tolle Idee, würde ich mal sagen, weil ich meine, der Kraftbedarf steigt dadurch auch, der Antrieb war schon mal kaputt, war jetzt auch die Befürchtung, dass das was sein könnte. Ja, auf jeden Fall so im Ganzen und so im Großen muss ich sagen, es ist in Ordnung. Rein rechnerisch könnte man hier durchaus bis zu 20 Fuder hinfahren, also 20 mal 2 Tonnen sind 40 Tonnen Mist auf diese Fläche, rein rechnerisch. Kannst vergessen, so viel fahre ich ja gar nicht. Das waren jetzt, wenn es gut kommt, 6 Tonnen, die ich hier verteilt habe. Und so hauchdünn, also wie gesagt, das musst du suchen. Wenn ich da manche andere sehe, die mit ihrem Streuwagen, mit ihren stehenden Walzen fahren, liegenden Walzen fahren, da ist es richtig dick dahinter. So wie es ja eigentlich auch meistens gehört.
Hab ich ja nicht. Ich habe es jetzt fein verteilt gemacht und es wird funktionieren, es wird mir reichen. Das ist das Wichtige. Es ist ein Mist da. Im Frühjahr dann noch einmal mit der Sämaschine drüber, da kommt dann noch einmal ein wenig so eine Gräsemischung mit rein. Verschiedene Gräser und ja, Kräuter oder was da drin ist. Müsste ich gucken, was das war, was er mitgebracht hat. Und dann wird da die Stelle unten an der Hecke noch einmal ein wenig nachgearbeitet. Im Hof oben war ein wenig was. Da wo halt das Gras heuer eh schon schlecht gestanden war, weil es halt durchs letzte Jahr ziemlich trocken war und einige kahle Stellen waren, da will ich ein wenig was neu sehen im Frühjahr. Und dann schauen wir mal. Die Fläche hier unten, das an der Hecke entlang, wird jetzt da noch gemulcht. Also der Mist, der drauf liegt, wird dann noch einmal schön zerkleinert und verteilt. Ich mulche das auf so 6 bis 7 cm rein. Und dann ist finito, dann ist gut für heuer. Auch die Fläche am Bahndamm wird noch gemulcht. Und dann ist Rebo. Dann, wie gesagt, morgen Maschinen aufräumen, vielleicht den Mulcher noch anhängen und das Ganze mulchen und dann ist gut. Dann ist das für heuer fertig, dann ist erst im Frühjahr wieder so, ich schätze mal auf Februar, März rum in den Dreh wird es dann gehen. Je nachdem, wann halt wieder die Sperrzeiten aufgehoben sind, wann man wieder Mist ausbringen darf, wird dann der Mist gar aufs Feld gefahren. Und je nachdem, ich müsste jetzt nochmal gucken, wann wir wieder ackern dürfen, wegen der Erosionsklasse und welchem Wasser, was wir haben. Da muss ich mal gucken. Je nachdem wird halt dann dementsprechend natürlich geackert und gesät. Wenn es die Bodenverhältnisse zulassen, weil meistens ist das Problem, wir kommen im Frühjahr gar nicht in den Acker rein. Aber man wird sehen. Ja, ich fahre jetzt heim. Ich mache für heute Schluss. Das wird es dann auch für dieses Video gewesen sein. Mehr gibt es jetzt nicht mehr zu sagen. Alles weitere seht ihr dann demnächst. Streuwalzen haben wie gesagt funktioniert, Mist gefahren haben wir jetzt. Mein Schutzgitter hier hat funktioniert, aha, da sieht man es. Da hat es tatsächlich mal was geschmissen, aber das kommt wohl eher von vorne. Ja, ich mache jetzt auf alle Fälle Feierabend. Gehe jetzt heim, mache noch meine Stelle. Und hoppala. So, hoppala, hoppala, bap. Radio aus, sonst haben wir wieder Probleme. Fahre ich jetzt dann heim, mache noch meine Stelle und dann ist gut. Wie gesagt, das war's für dieses Video. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ende vom Video ist jetzt nicht wieder zu stockdunkel. Ich befürchte natürlich schon. Wenn, dann tut mir das leid, aber ich schneide jetzt mal nichts raus, weil sonst habt ihr nämlich nichts. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder. Bis die Tage. Servus.